willkommen im Doppelklick-Studio, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind und kommen Sie ruhig ein bisschen näher. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Wir pimpen quasi gemeinsam unser Auto, ja, mit IT-Zubehör. Und dazu begrüße ich unseren Autoexperten heute mal, Hans-Christian Dirschel. Hallo. Hallo, Alex. Hallo, HC. Dein Auto konnten wir nicht mitbringen ins Studio, meins auch nicht. Deswegen haben wir uns eine Alternative überlegt. Was hast du da mitgebracht? Das ist ein Wandler von 220 Volt, wie es im Haus üblich ist, auf 12 Volt, wie es im Auto üblich ist. Er simuliert quasi Zigaretten, also in einem Auto, und da können wir alle Geräte nach Belieben anstecken. Gut, jetzt bin ich eine Frau. Jetzt muss ich alles Mögliche auch während der Fahrt aufladen, Handy und so weiter. Genau, das ist das Problem. Ja, was gibt es da? Ich sehe es ja schon. Standardmäßig hast du ja nur eine Steckdose. Aber wenn du zum Beispiel ein Navi betreiben willst, du willst dein Handy aufladen und vielleicht auch noch eine Spionagekamera aufbauen, das kommen wir nachher noch dazu, da brauchst du einen Mehrfachverteiler. Ich habe hier ein ganz einfaches Modell mitgenommen, für zwei Ausgänge, einfach hier einstöpseln, also zwei Ausgänge, geht auch mit dreifach, es gibt den auch noch zusätzlich mit USB-Anschluss, in dem Fall jetzt nicht, aber sehr möglich. Und die ganz pfiffigen Geräte, dann eher für Männer gedacht, noch eine kleine Anzeige, das zeigt dann die Bordnetzspannung des Autos. Benutzt heutzutage überhaupt irgendjemand noch einen Zigarettenanzünder? Ich meine, das wird ja wohl komplett umfunktioniert jetzt, ich meine klassischen. Man spricht eigentlich typischerweise von Steckdosen mittlerweile. Okay, jetzt gibt es auch eine Bluetooth-Freisprechanlage, die du für uns ausgesucht hast. Genau, denn das typische Problem, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, kriegst du einen Anruf, du willst Bluetooth-Freisprechanlage nachrüsten lassen, das kostet richtig viel Geld. Ja. Es gibt aber auch recht billige Lösungen für 30 bis 50 Euro in der Regel. Die werden in den Zigarettenanzünder eingestöpselt, schalten sie automatisch ein, wählen dann selbst eine Frequenz, die kannst du allerdings dann mit der mitgelieferten Fernbedienung beeinflussen, rauf und runter. Und diesen Kanal, der hier angezeigt wird, musst du dann auf dein Autoradio einstellen. Und gleichzeitig stellst du zwischen deinem Smartphone und dann bitte eine Bluetooth-Verbindung her. Nun werden Anrufe, die auf dem Smartphone eingehen, auf den Transmitter übertragen, dort auf das Autoradio, und dann wird die Stimme deines Anrufers sozusagen über die Lautsprecher im Auto ausgegeben. Und du kannst über deine Mikrofone drin mit ihm sprechen. Hört sich jetzt im ersten Moment kompliziert an, ist es aber gar nicht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, sowas habe ich schon mal im Autokino mitgemacht. Ja, da wird was reingehängt und dann auf einmal hast du die Frequenz über das Autoradio und kannst den Film im Auto gucken. Genau. Hier sehe ich ein Navi, das ist das TomTom Go Live 1005 Euro. Ja, es ist aber nicht irgendein Navi, den wollt ihr intelligentes, pfiffiges Zubehör vorstellen. Ja. Billig-Navis haben ja oft keine Echtzeitverkehrsinformationen. Zum Beispiel haben die normalen Standardinformationen, die du beim Autoradio auch kennst. Aber die großen Anbieter wie Garmin oder in dem Fall TomTom, die haben noch eigene Dienste, in dem Fall HD Live Traffic, die wirklich eine recht exakte Wiedergabe der Verkehrslage bieten. Und du kannst damit Staus in Echtzeit umfahren. Das hat vor kurzem sehr gut geklappt. Und das insbesondere an so einem intelligenten Gerät. Du kannst damit, wie du ja siehst, auch Google-Suche nutzen. Wenn du mal einen Supermarkt brauchst und gib mir eines Autos, einfach mit der Google-Suche. Und es ist eine 5-Tage-Wettervorschau dabei. Und wichtig, Radarkamera. Ich wurde letztens wieder geblitzt. 100 Euro und 3 Punkte. Ja, warum fährst du auch so schnell? Tja, ich kaufe mir so einen TomTom. Kauf dir einen Käfer, dann bist du langsam. Und wenn ich dann mal wieder Ärger habe mit meinen Nebenbuhlern auf der Straße, dann benutze ich die Spionagekamera und kann sie vor Gericht überführen, wenn sie mich gedisst haben. Du hast ja eine interessante Vorstellung vom Autofahren, Nebenbuhler. Na gut, auf die wird ganz normal in Zigarettenanzünder. Ja, ich bin die Queen auf der Straße. Geschaltet. Und sobald du die Zündung im Auto einschaltest, fängt sie an aufzuzeichnen. Das gesamte Verkehrsgeschehen vor deinem Auto, denn die Kamera wird auf dem Armaturenbrett vorne befestigt, wird auf einer SD-Karte aufgezeichnet. Ja. Von dort aus kannst du dann zu Hause, entweder wenn du die Karte rausnimmst oder USB-Kabel anschließt, auf deinen PC übertragen und kann zum Beispiel, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, das Verkehrsgeschehen, das passiert ist bei dem Unfall, genau nachvollziehen. Wunderbar. Ob das jetzt vor Gericht zählt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Das ist offen. Da sollte man sich mal im Vorfeld dann. Genau. Ja, außerdem sprechen wir noch über den Bordcomputer. Das ist dann das Highlight des Ganzen. Den anderen habe ich jetzt nicht live dabei. Da hängt mein Auto unten dran. Das ist genau eingestellt. So ein ScanGauche 2-Gerät, also zweite Generation von ScanGauche. Das liest alle Informationen, alle gängigen Informationen aus, die dein Steuergerät liefert. Und zwar wird das ganz simpel per Kabel an der OBD-Steckdose mit deinem Auto verbunden. Diese OBD-Steckdose ist Standard bei allen modernen Autos. Sie wird von den Werkstätten benutzt, um die Informationen vom Steuergerät auszulesen. Hier ist das Anschlusskabel für die OBD-Dose. In der Regel unterm Armaturenbrett befestigt. Und du kannst zum Beispiel jetzt dir die Drehzahl anzeigen lassen, wenn du kein Drehzahlmesser in deinem Auto hast. Du kannst die Bordspannung anzeigen lassen. Das ist durchaus sinnvoll, wenn die Lichtmaschine nicht mehr gescheit lädt, wenn es Probleme gibt im Bereich der Stromversorgung und die Bordspannung absinkt, bleibst du irgendwann stehen. Das kannst du ja frühzeitig erkennen. Und natürlich auch die Kilometeranzahl, wie schnell du fährst. Wir haben jetzt hier die englische Einstellung, Miles per Hour, es geht natürlich auch auf Deutsch alles. Und viele, viele andere Daten. Berechnet auch den Durchschnittsverbrauch deines Autos. Gut, ich würde aber mal eher sagen, das ist was für Tüftler, die auch mit dem Auto anders arbeiten, neben damit zu fahren.
Einfach oder? Anstöpseln und einmal einstellen. Du musst nicht schrauben. Ja, aber ich muss löten. Jetzt hier nicht die Daten. Ich brauche die Daten jetzt nicht. Da okay. Aber vielen Dank. Ich meine, das ist Zubehör. Man kann sich ja selber aus dem ganzen Sammelsurium aussuchen, was für einen das Beste ist. Mhm. Das beste Zubehör. Für wenig Geld, muss man sagen. Für wenig Geld. Das ist eigentlich das Gemeinsame von allen. Der Bordcomputer kostet höchstens 150 Euro. Na bitte. Lassen wir doch mal so im Raum stehen. Vielen Dank, HC. Und wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.